Bei all dem Spielspaß, der bei F1 2019 daherkommt, ist es einfach schade, dass die Technik doch einen ziemlich gewaltigen Strich dadurch zieht. Ist jetzt noch nichts Gravierendes, aber einfach unnötig, meiner Meinung nach. Aber erst einmal hallo und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 32. Kalenderwoche. Vorweg sei gesagt, dass ich bisher noch keinen Absturz während des Spielens hatte oder dass ich irgendwie eine Zusammenfassung für euch liefern musste bei F1 2019, aber was ich jetzt schon an den ersten 8 Rennwochenenden erlebt habe hinsichtlich der Technik, das ist einfach nur schade an diesem tollen Spiel. Ich würde der Technik von F1 2019 nach meinem bisherigen Eindruck mit 2 zugedrückten Augen noch eine 3- geben. Ich denke mal allen voran eine 3-, weil mir das Spiel eben noch nicht abgeschmiert ist. Aber was wir da schon erlebt haben, das, was ich in Australien drin hatte, diese begrenzte Framerate, das klingt, die begrenzte Bildwiederholrate, dass die eigentlich für Stabilität beim Spielen sorgen sollte, aber dass die gerade Probleme bereitet hat, ist ein so ein Ding. Und dass Jeff zum Beispiel beim allerersten Funkspruch an einem Rennwochenende, ich sag Wetterbericht, und er sagt mir, okay, komm diese Runde an die Box. Dass das noch auftritt, das sei auch mal dahingestellt, das würde ich jetzt mal nicht mit reinziehen, aber ich sag nur Auflösungsänderung festgestellt, das war wirklich mal eine Überraschung, denn das war neu, das kannte ich so von Codemasters noch nicht, diese Einblendung im Qualifying von Bahrain. Aber all die anderen Sachen, beim Interview oder bei der Startaufstellung, wenn da die Bildwiederholrate in den Keller geht, dann ist das einfach nur ärgerlich. Ist auch nicht neu, das hatten wir schon bei F1 2015. Und ja, das ist einfach ein Wiederholungstäter. Oder ich überlege gerade, ich will die Rennwochenenden Spanien und Monaco, die jetzt für euch in der kommenden Woche, dran sind, die will ich jetzt mal nicht weiter aufreißen. Da könnt ihr einfach mal reinschauen, aber was da auch wieder bei rumgekommen ist, das muss einfach nicht sein, Codemasters. Also Bildwiederholraten, die einfach bei Interviews einbrechen, obwohl da eigentlich gar nicht viel zu tun ist für das Spiel, für die Grafikkarte. Das ist einfach nur doof. Und halt all die anderen Probleme. Hab schon gelesen, Codemasters hat bei der aktuellen Version wieder einige Fehler behoben. Allerdings, meiner Meinung nach, haben sich relativ viele Spieler gemeldet, die jetzt sagen, mein Spiel startet gar nicht mehr oder es stürzt einfach ständig ab. Klar, wenn jetzt zum Beispiel 2 Millionen das Spiel spielen und dann melden sich bloß 200, dann ist das eine relativ kleine Zahl. Aber ich finde, gemessen an den anderen Updates, die ich bei Codemasters F1-Reihe so immer im Blick habe, sind das jetzt mal auffällig viele Meldungen mit. Mein Spiel lässt sich nicht mehr starten oder stürzt einfach ab. Und wenn das jetzt noch hinzukommt, da warte ich lieber nochmal auf ein anderes Update, zumal Codemasters schon gesagt hat, dass sie da Abhilfe schaffen wollen mit einem weiteren, mehr oder eher kleineren Update, mit einem Hotfix. Aber das zeigt wieder, da läuft im Hintergrund beileibe nicht alles rund. Zumal wir eben auch viele Fehler aus dem letzten Spiel sehen. Oder wenn ich zum Beispiel nach einem Qualifying mit Startplatz 19 Teile wechsle, eigentlich von der 20 aus ins Rennen gehen müsste, auch die Strafen bekomme, aber die Strafen nicht angerechnet werden. Und ich statt von 19 mit Strafen eigentlich von der 20, dann auf einmal von der 17 aus ins Rennen gehe, dann ist das auch so ein Ding. Beim ersten Mal noch lustig, beim zweiten Mal dann Codemasters. Ganz nebenbei, na, ich denke mal, ich kann es nicht Steam zuschieben. F1 2019 ist bei mir das einzige Spiel, das sich nicht über die Desktop-Verknüpfung öffnen lässt. Ich muss immer bei Steam reingehen und das Spiel von dort aus starten, über diesen Spielen-Knopf. F1 2019 ist das einzige Spiel, wo die Desktop-Verknüpfung nicht funktioniert. Das passt irgendwie ins Bild. Also ich hoffe einfach mal, dass Codemasters da noch kräftig an der Technikschraube drehen wird. Denn ansonsten wäre es wirklich schade, denn F1 2019 macht bisher einen ziemlich guten Eindruck und macht mir, wenn nicht gerade irgendwas hakt, verdammt viel Spaß. Und wäre wirklich schade, wenn es eben an dieser Technikschraube
haken würde, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Also, in der kommenden Woche wünsche ich euch dann einfach wieder klar, viel Spaß mit den Folgen, die da so kommen und relativ wenig Frust mit F1 2019 und den Fehlerchen, die das Spiel so hat oder Fehler, die andere Spiele so haben, die ihr euch in der kommenden Woche so vornehmt. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.